Herz ist um. Herz ja. ist. Herz ist um. Herz ist um, der Oberleutnant. Immer weiter, immer weiter. Ist warm, die Suppe, kann doch keiner saufen. Hier. Deine Wolle hängt schon wieder voll in der Sonne. Ist das Scheiße. Bei die Fisch. Gell? Aua. Scheiß Strand. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist ja, ja gut, ja. Lupo. Komm her, setz dich her. Entschuldigung, Herr Oberleut. So. Nein, Pik muss es spielen. Nicht Herz. Pik muss es spielen. Ja. Ja, immer weiter, gell? Immer weiter. Wollo. Ja, das ist dein Stück. Merkt das, Simulant? Ja. Nein, Herr Oberleut. Darf ich die mal abholen? Grazie. Was ist schon gerecht? Das ist aber jetzt meine. Nee. Sicher? Wer hat denn jetzt den Stich? Jetzt hab ich den Stich. Hey, Dicker, wann schmeißt du endlich die Kamelpisse weg? Abschiedsgeschenk von unserem Mufti. Für einen Zehner habe ich noch eine Flasche für dich. Für einen Zehner kaufe ich mir eine ganze Palme und pflanze die auf den Kopf. Sowieso, gell? Ihr habt doch die bessere Karte. Und ich bin scharf mit 80er Rennig. Ich hab doch gleich gesagt, den sollen wir im Lazarett lassen. Aber nein. Mein Gott, manchmal denke ich, du hast von den Tommy-Seins auf die Birne gekriegt und ich eher. Ist doch sein letzter Tag hier. Lass ihn spielen, wie er will. Der Alte wird Augen machen, wenn er nach Hause kommt. Das sag ich dir. Lupo? Mensch, Fritz, der Arzt hat gesagt, er darf nichts saufen. Ach was. Kopfschmerzen hat er sowieso. So ein guter Italiener. Wie spät? Kurz nach eins können wir noch schön in den Wanderpuff, ne, Oberleutnant? Puff, ja. Ja. Wenn ich alle Frau hier sehe. Ja, ja. Was ist mit dem Geburtstagsgeschenk für deine Frau? Ist doch schnell gekauft, hä? Ja? Bataillonsappell, so Mist. Hey, Kameraden, vier Mann noch mit am Oberleutnant anpacken. Nimm mich mit! Bataillonsappell, Scheiße. Geht's nicht am Dampf? Der ist beifläschig, gell, hier. Wie sie vorsichtig sind! Ist ja nichts mehr! Ja, Leute, das. Sieht aber, was hast du mir denn da für eine scheiß Uhr angedreht? 30 Meter tiefe Wasserdicht. Aufziehen musst du trotzdem, du Dachblatt! Im Namen des Führers sage ich euch, ihr habt im Kampf um Afrika Großes geleistet. Und wenn die Engländer mal wieder bis zum Nil zurückgetrieben wurden, ist das nicht zuletzt euer Verdienst. Wesentlichen Anteil daran hatten die Sturmpioniere. Ihr seid ausgewählt worden, weil ihr die Besten seid. Vergesst das nie. Jetzt erwarten euch neue Aufgaben. Doch bevor ihr in der Heimat den Kern einer neuen Eliteeinheit bilden werdet, erhaltet ihr im Namen des Führers eine Auszeichnung für eure besonderen Verdienste während der schweren, siegreichen Kämpfe um El Alamein. Männer, hier ist der neue Führer des ersten Zuges der zweiten Kompanie. Leutnant von Witzland, zu mir. Die für die Sturmabzeichen ausgewählten
Vortreten! Bataillon, stillgestanden! Weiter so. Leutnant von Witzland, zeichnen Sie Ihre Leute aus. Welche Entschuldigung haben Sie für Ihre Verspätung, Obergefreiter? Lazarettbesuch bei Ihrem Vorgänger, Herr Leutnant. Helden haben keine Verspätung, merken Sie sich das, Obergefreiter. Für die Zukunft. Offizier, in diesem saumäßigen Aufzug wollen Sie ein Abzeichen des Führers entgegennehmen? Jawohl, Herr Leutnant. Das Abzeichen wird nicht verliehen. Bataillon, rührt euch! Wegtreten. Sturmpioniere, in einer halben Stunde feldmarschmäßig angetreten. Bataillon, wegtreten! Weggehen. Meine Männer, nicht weggehen. Nehmt mich mit. Na los, weiter, weiter. Grande Amore, wann ist Hochzeit? Ciao Bella, komm wieder! Liebste Clara, Russland. 2000 Kilometer liegen jetzt bereits zwischen uns. Die Weite des Raums lässt einen ehrfürchtig staunen. Du wirst mir also erst einmal nicht mehr schreiben können. Das heißt, schreiben kannst du mir natürlich. Aber es wird eine Zeit dauern, ehe ich deine Briefe in den Händen halten werde. Wird es schlimm sein? Ich weiß, wäre es nach dir gegangen, säße ich jetzt auf einem lederbezogenen Stuhl im Kontor deines Vaters und nicht in einem schwankenden Güterwaggon. Ich bitte dich, mir zu verzeihen. Meine Freude zu verstehen. Die Unklarheit der letzten Monate ist verflogen. Mein Leben ist plötzlich ganz Aufgabe, Ziel. Du weißt, wie viel es mir Lüge war. Und ich weiß um den Kummer, den du meinetwegen hattest. Aber mit jedem Meter näher zur Front überfliegt meine ach so viel gehasste Melancholie. Und all die großen Gefühle, für die ich zu klein sein glaubte. Gefühle, vor allem auch zu dir, brennen wieder in mir, als sei die Flamme niemals zur Glut verkommen. Könntest du mich jetzt sehen, inmitten all dieser prächtigen Landsknechtsnaturen, die meine Untergebenen sind, die ich bereits jetzt liebe, gerade weil ich weiß, dass ich bei ihnen nur durch Leistung bestehen kann. Nun, du würdest vor allem die Nase rümpfen, wegen des Gestanks. Danke. Sag mal, kannst du nicht mitzählen? Was gut, dass du in jetzt eine scheiß 10 rein? Mach mal einen Punkt, ja. Mensch, der Lupa hat mit kompletten Dachschaden besser gespielt als du. Am Anfang macht jeder ein paar Miese, macht dir nichts aus. Gegen meinen genialen Spielfluss kommt der Rollo einfach nicht an. Hey, das sind meine. So geht das nicht. Sag mal, kannst du auch Deutsch reden? Weiß inzwischen irgendjemand, wo dieser Scheiß so hinfährt? Wie wär's denn mit Stalingrad, meine Herren? Na schön, dann hauen wir den Ivan einen aufs Fell. So eine lumpige Stadt, die nehmen wir doch in 3 Tagen. Prost! Nee, mach mal ein blödes Gesicht. Danke, reicht. Wenn er nicht will,
ist es, dass er so fährt, wird sie denken, wir stehen da 10 Stunden an der gleichen Stelle. Ja, ja, was hat es lang? Nach dem Krieg kriegt hier jeder von uns, was er haben will. 10 Weiber und 100 Hektar habe ich schon vorbestellt. Ihr? Wie kann ich's Geschenk kriegen? Dann bleibst du eben in deinem Pissdorf. Guck euch das an! Die arbeiten schon für uns! Haut rein! Schneller! Hey, was heißt denn schneller? Da war ein Rookie-Werk, das Einzige, was wir brauchen. Rookie-Werk! Hey, der Adolf baut mir eine Autobahn. Bis nach Kirchhoff, oder wie das Scheißkaff heißt. Das Land mit seinen Entfernungen schreit ja geradezu nach LKWs. Das reicht, Reiser. Ich finde das ja toll, wie unser Herr Leutnant so kameradschaftlich mit uns im Stroh sitzt. Gestatten, Herr Leutnant, eine Frage? Bitte. Ist das Ihr erster Fronteinsatz? Jeder muss mal anfangen, nicht? Da wünsche ich uns allen viel Spaß. Ich mache mit Ihnen eine Wette, Herr Leutnant. Ich überlebe den Krieg, Sie nicht. Und? Was setzen Sie? Bei Ihnen? 2 Kisten Wasser. Na schön. Und wie soll er dir die zahlen? Hä? Sind wir noch gar nicht in Stalingrad. Herr
Mann! Ich muss gegen das Verhalten ihrer Leutnantschaften protestieren! Ja, ja, protestieren Sie. Am besten gleich beim Führer selbst. Herr Leutnant, hierher! Wir wählen unsere Herren, die Herrscher der Welt, dass ihr seid ein Schutz uns in Gnaden leih. Hat unserer Gemeinde zerschellen die Feinde, denn Gott ist ja mit uns, der hält uns getreu. Er macht uns frei. Leutnant von Witzland. Sturmpionierbataillon 336, 2. Kompanie, 1. Zug. Willkommen in Stalingrad. Na, dann hätten wir endlich alle Spezialisten vollzählig beisammen. Darf ich vorstellen, Feldwebel Pflüger vom Sturmbataillon 179. Die Herren haben gerade Warunisch hinter sich. Freut mich, dass Sie es rechtzeitig geschafft haben, Herr Leutnant. Na, dann werden wir dem Russen mal das Schwimmen in der Wolga beibringen. Zigarette? Danke. Herr Hauptmann, gestatten, dass ich von einem Vorfall berichte, der sich an der Verladerampe zugetragen hat. Hab bereits davon gehört. Scheinen sehr viel übrig zu haben für diese Russen. Vergessen Sie, was da war. Die Männer fassen nach dem Gottesdienst Munition und Handgranaten. Für Zug und Kompanie für ihre Ladebesprechung. Wegtreten. Ihr Onkel Oberst von Witzland ist ein guter Freund von mir. Er hat mich gebeten, mich ein bisschen um Sie zu kümmern. Gott mit uns! Steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Ja, und Gott ist mit uns. Tatsächlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Denn es gibt keine schönere Aufgabe, als die abendländischen christlichen Werte gegen den östlichen Bolschewismus zu verteidigen. Und deswegen ist der deutsche Soldat im Gegensatz zum Bolschewik, auf dessen Gürtelschnalle kein Platz für Gott ist, nie allein, auch wenn er noch so tief in Feindesland steht. Müller, los! Jawohl, Herr Leutnant! Scheiert, die feiern auf die eigenen Leute! Artillerie, Schweinepriester! Runter! Wir haben doch eine Murmel im Tisch. Ihr macht genau dasselbe wie ich. Männer, das ist unsere Halle. Die müssen wir auf alle Fälle nehmen. Unser erstes Angriffsziel ist die russische MG-Stellung rechts vorn. Unsere 818 haut da schon kein Russen aus dem Fenster. Nicht zu sehen, Herr Hauptmann? Ist immer verdächtig. Hier, Herr Hauptmann. Wir sind jetzt bei Frieda 20. Feuer einstellen. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Wo sind die 5-Sturmgeschütze? Hier ist noch keines zu sehen, wie immer. Zu Befehl, Herr Major. Ist Ziel 2 alles frei, Herr Hauptmann? Feuer nur auf meinen Befehl und äußerste Ruhe beim Vorgehen. Alles klar? Vorwärts, Männer! Mir nach!
Feld, Mann! Ich kann doch nichts dafür! Passt rein, jetzt weiß der Ivan, wo wir sind. Es tut mir leid. Erwin. Da könnte er nichts machen, er ist kaputt. Lass ihn los! Er hat mir gesagt, sind besser als unsere. Versagen nie. Kopf hoch. Damit kann schon ein paar Russen zersägen. Da ist kein Durchkommen. Feldmann, jetzt können Sie den Mist mit Ihrem Schuss wieder gut machen. Sie wollen doch, dass Ihre Frau stolz auf Sie sein kann, wenn Sie wieder nach Hause kommen. Ach, für mich gehen, Herr Hauptmann. Nein, ich werde gehen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Hauptmann. Das weiß ich, mein Junge. Wir geben dir Feuerschutz. Lauf! Geschafft. Da
Das war Feldmann mir schuldig. Los, Männer! Jetzt zeigt es ihnen! Pflüger, Sie gehen von links in die Halle und Dixland von rechts. Wir müssen die Halle unbedingt nehmen. Vorwärts, Männer! Mir nach! Und knall alles ab, was sich bewegt. Los, Dicker! Na nun, schieß doch endlich! Schieß doch! Ich halte mir da am Schießen! Schneide! Hände hoch! Na los! Ruck ihn weg! Zack! Dabei! Dabei! Ich hab meinen Freund erschossen! Ich war das! Quatsch! Natürlich! Ich hab ihn erschossen! Ich kann nicht mehr weg! Und wenn schon, halt jetzt die Fresse! Halt die Fresse! Mach dir nichts raus! Wie ist das selber schon passiert? Völlig normal im Nahkampf. Denk dir, es wäre ein Russe gewesen, dann wärst du jetzt kaputt. Mama, как жаль, что я стою. Не уходи. Ну что же я буду делать теперь? Что наконец-то мы... Мы с тобой останемся. Да, мама. Все. Едем. Flieger, zurück! Deckung behalten! Benzin fass her! Wenn alles klappt, Treffpunkt Kontrollraum, 18 Uhr deutsche Zeit! Brauchen zwei Freiwillige! Ja, Hauptmann. Ja, gut. Na los, schieb, Dicker. Eins, zwei, los! Dafür gibt's das EK1, Dicker. Mach dich auf deinem Sargdeckel bestimmt gut, du Idiot! Deckung! Los! Ich weiß nicht, ich sag's dir. Und da überlebt es nicht, wenn ich nicht heimkomme. EK1. Los! Worauf warten Sie? Wollen Sie noch 300 Männer verlieren? Los, kämpfen Sie! Los! Ach! Vorwärts! Halten wir gesichert. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Ruck ihn weg! Ich hab mir in die Hose geschissen. Ich bist nicht der Einzige. So mache. Ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen
dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Wir sollten aufpassen, was der Ivan macht. Ein ganz kleiner Stoßtrupp. Wie war das? 62. Vom Zählen war der Druck nicht mehr. Da führt euch Sammlung. Mit 400 Mann sind wir losgezogen. Erzähl's nur jedem. Hebt die Stimmung. Wenigstens haben wir den Ofen vom Ivan. Scheiß Stottern nach dem Angriff. Na, lieber stottern. Als einen kalten Arsch haben. Ja. Glückwunsch, Junge. Lebst noch. Ja, qualm dir eine. Ich brauch mir keinen Mut dann saufen. Arschloch. Was denkst du? Ich denk nix. Weil wenn du hier anfängst nachzudenken, bist du verrückt. Also denke ich nichts. Dicker. Zielwasser. Hast hier einen Schalter am Ohr, den drehst du einfach rum. Und schon denkst du nichts mehr. Entschuldigung. Sei froh, dass du noch flennen kannst. Nur bei guter Schmierung läuft der Motor. Wie heißen eigentlich? Müller. Davon haben wir viele. Jedenfalls bis zum nächsten Angriff. Bist der gemeingefährliche Müller. GGM. Alles in Ordnung, GG? Stehen noch ein paar Ivans, Herr Leutnant. Die Russen haben versucht, sie zu holen. Da habe ich geschossen. Der Russe macht genauso. Ruhe! Kann jemand Russisch? Ich, Herr Leutnant. Rufen Sie doch mal rüber, ob die mit zeitweiliger Feuerpause einverstanden sind. Damit jeder seine Leute holen kann. Entschuldigung, Herr Leutnant, aber das ist verboten. Das weiß ich genau. Der Herr Hauptmann würde das bestimmt nicht zulassen. Halt die Fresse, Müller, du dumme Sau. Ich hab halt nur gesagt, wie man's normalerweise macht. Wie man's normalerweise macht, interessiert in dieser Stadt keinen. Los, Volk. Das ist ein Befehl. Наш лейтенант спрашивает, что вы должны идти с ранеными? Мы выходим, но вы должны выходить первые! Mir solle zuerst rausgehen.
Ich gehe da nicht raus. Ich auch nicht. Emich Holz. Ihr, Herr Leutnant. Geben Sie nach hinten durch. Feuerpause. Wir brauchen Sanitäter. Hallo, Bienenkorb, hier Biene 1. Feuerpause, wir brauchen Sanitäter. Ich gehe mit, Herr Leutnant. Hallo, Bienenkorb, hier Biene 1. Feuerpause, wir brauchen Sanitäter. Du bleibst besser hier. Ist in Ordnung. Siehst aus wie mein Sohn. Wie alt ist denn dein Sohn? 3. Алёша, все будет хорошо. Лежи, мы тебя вытащим. Все будет хорошо. Что ты делаешь? Я тебе помогу. Не умирай. Herr Leutnant! Wer hat das Feuer eröffnet? Too much! Wer hat das Feuer eröffnet? Ruhig, mein Junge. Die Russen wollten uns angreifen, das habe ich gesehen. Und da habe ich geschossen. Nimm da keinen Scheißdreck! Hat recht, Herr Leutnant! Ich bringe dich vor das Kriegsgericht. Ja, machen Sie das nur! Aber dann werde ich auspacken! Verbotene Feindkontakte! Wir brauchen kein Kriegsgericht, Herr Leutnant. Wir schicken die Sau einfach in Stolberg höher. Dann kommst du nochmal in die Zeitung. In stolzer Trauer. Drecksack. Thank you.
Wodka, du Arsch. Kennst du dauernd. Mein Rasierzeug. Wer hat mein Rasierzeug? Bist du unser Schönster? Ja, wär's was für die Titelseite von unser Heer. Ich habe bloß auf die Fresskübel geballert. Ah, die Post. Na los, gib schon her. Meiser? Hier. Hemisch Holz. Was haben die Küchenängste denn heute gebracht? Für Sie, Herr Leutnant. Knöpfle! Schon wieder die gleiche Pferdepisse. Ich glaube, die haben Murmeln im Trichter. Aber die Scheiße selber fressen. Du mecker mal nicht dauernd. Hier. Ja, ich weiß. Wir sind deutsche Bestien und haben Russland überfallen. Hallo, ich hab was für dich. Keine Post gekriegt? Ha? Mensch, jetzt schreibt die mir schon wieder, dass sie einen Bub kriegt hat. Das hat sie mir doch im letzten Brief schon geschrieben. Aber kein Wort von der Kuh, die Kalbe sollt. Naja, die war noch nie besonders hell im Kopf. Und die besten die Schule war sie auch nicht. Aber die Kleinste, er hat einen laufenden Meter geheiratet. Na und? Aber lieb ist sie. Ach, wenn ich bloß wisst, dass der Kuh nichts passiert ist, das sind das auch. Jetzt hört euch das an, mein Kuhstall hat alle die Eier geklaut. Aufhänge sollte man das Lumbegesindel. Das musst du gerade sagen. Und du flederst jede Russenleiche. Das kannst du aber jetzt nicht vergleichen. Da ist Krieg und daheim ist Friede. Und da ist ein Brief für dich. Arschloch. Von deiner Frau? Ja, ja, sitzt zu Hause und passt auf die Möbel auf. Schalke hat gegen Hannover 3-1 gespielt. Almania hat schon wieder verloren. Das steht in deinem Brief? Ja, nach dem Krieg wäre ich Mittelstürmer bei Werder Bremen. Hab schon ein Probespiel gehabt. Fußball ist doch scheiße. Ich hab zu Hause ein Paddelboot. Zwei Sitzer. Meine Alte sitzt vorne und paddelt und ich sitze hin und guck mir die Gegend an. Ist abends immer schön müde und ruhig. У меня тоже. Чие? Плохо, гвозди. Schlecht. Очень холодно. Viel kalt. Холода. Это русская зима. Дай. Ich machen. Ich Schuster. Vater Schuster. Ich Zeit Schuster. Ruhe! Was heißt denn Ruhe auf Russisch? Was willst du? Die singen doch schön. Opa hat Bienenwachs geschickt. Gegen Reißen. Bewährtes Hausmittel. Jetzt
Was passiert daheim? Bombenangriff? So kann man es auch nennen. Während ich hier für die Heimat den Arsch hinhalte, lässt sie meine Frau mit dem Franzosen ein. Kriegsgefangener. Anstatt ist er verboten. Woher weiß denn das? Ach. Bestimmt nur Verleumdung. Mein Alte schreibt es mir höchstpersönlich. Er will es mir sagen, bevor es die Schwiegermutter schreibt. Mensch, die Franzosen haben wir in sechs Wochen zur Sau gemacht. Natürlich hat sie jetzt Schiss. Das zahle ich den Russen heim. War doch ein Franzose. Ist mir scheißegal. Was ist denn los? Nichts, halt die Schnauze! Seine Frau geht fremd, ist besser, wenn's niemand weiß. Gegen mich. Und ganz besonders die, Herr Leutnant, weil sie denken, dass ich primitives Arschloch bin. Rohleder. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind mein bester Mann. Ohne Sie wären wir schon lange tot. Dann hätten Sie Ihre Wette gewonnen. Löcher. Wir müssen da runter, sonst schneiden sie uns ab. Reiser! Reiser! Hier, Leutnant! Verbindung unterbrochen, Herr Leutnant. Rohleder, Flammenwerfer fertig machen. Runter! Was? Wir beide alleine? Emichholz und ich kommen mit. Weg! Weg! Jawohl, Herr Leutnant! Ihr bleibt hier oben. Wenn wir in 2 Stunden nicht zurück sind, schlagt euch durch. Uhrenvergleich. 7 Uhr deutsche Zeit. Jawohl. Shit, ich bin noch Funk. Herr Leutnant, gestatten Sie, dass ich mitkomme? Was soll der Blödsinn? Gehen Sie noch mit, Herr Leutnant. Vielleicht bringt er uns Glück. Ist so gut. Emichholz. Die Flammenwerfer, Herr Leutnant. Что там, сержант? Двоих не было.
Und wenn ich schreie... Bist du tot? Du auch. Rückgewehr! Rückgewehr. Sonst könnte es sein, dass man sie missversteht. Tot? Und Mjord. Wie weit? Du warst gerade. Wenn du mich erschießt, bist du erledigt. Du kommst ja nie wieder raus. Komm. Das ist die falsche Richtung. Versuch mich. Machen wir doch einen kleinen Frieden. Ich bring dich zu deinen Leuten und du lässt mich laufen. Wieso sollte ich dir trauen? Ich hätte dich längst töten können. Damit? Ja, damit. Augenblick, was ist in dem anderen Stiefel? Majaloschka, wollen Sie das auch haben, Herr Lieutenant? Wieso sprichst du Deutsch? Also gut, ich gebe dir mein Ehrenwort als Offizier. Wenn du mich hier rausbringst, lasse ich dich laufen. Du gehst voraus. Natürlich. Langsam. Weiter. Komm. Danke, Alter. Das vergesse ich dir nie. Schnauze hinab. Bleib ruhig. Geht schon in Ordnung mit deinem Bein. Gut, Müller. Mensch, weiter, Jungs. Weiter, Jungs. Wir müssen weg hier. Weiter. Mensch, raus aus diesem Scheißhaus. Weiter.
немцы здесь были. Да, пошли этим путем. Береги себя, девочка. Спасибо, дядя. Ешь, маленькая. Смотрите, детки, хлеб. Ешьте, ешьте, смотрите. Вот, хлеб, хлеб. Wieso werden die Verwundeten nicht versorgt? Das weiß ich, die Russen sind irgendwo durchgebrochen. Ich glaube an den scheiß Rumänen. Ich will hier weg. Bleib liegen, sonst den Arzt. Schon Arzt, etwa. Meine Stiefel, ich will hier weg. Bleib liegen. Meine Stiefel. Wir brauchen Arzt. Ich weiß nicht, wo der Arzt ist. Bist du verrückt? Tu die Waffe weg! Soll hier verrecken? Soll hier alle verrecken oder was? Los, fang an! Ich bin kein Arzt! Die Beschäftigung gehört! Von keinem Schnauze! Fang an! Edgar, der Arzt ist da! Waffe weg! Hauptmann, gestatten Sie mir eine Erklärung abzugeben. Gibt's noch zu erklären? Wir kommen direkt von der Front. Halten Sie mal unseren Kameraden unter Einsatz. Halten Sie mal! Mensch, Schröder, wo bleiben Sie denn? Meine Tasche und meine Jacke. Ich verlange, dass mir über diesen unglaublichen Vorfall ausführlich Meldung gemacht wird. Wird sofort erledigt. Er ist tot. Das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Kacke umsonst. Ihr seid verhaftet. Waffen und Koppel ablegen. Was wird denn jetzt mit uns? Das wollte ich nicht. Herr Hauptmann, ich verlange, dem Herrn General vorgeführt zu werden. Sie halten sich wohl für was ganz Besonderes, ja? Aber bitte Ihr gutes Recht. Sie, gottverdammter Russenfreund. Abführen! Die Lage, meine Herren. Kurz und soldatisch gesagt, beschissen. Nachdem die Russen vorgestern aus ihrem Brückenkopf bei Kletskaya durch die rumänischen Linien gebrochen sind, ist ihnen jetzt auch im Süden, trotz anfänglicher Erfolge der 29. Idee gegen die 57., der Durchbruch gelungen. Ist es anzunehmen, dass sie heute die Klappe bei Kalatsch zumachen werden? Und dann sitzen wir im Sack, mein Herr. Brauchen Sie ruhig weiter, Krüger. Hauptmann, Sie müssen mir helfen. Ein Teil meiner Gruppe ist verhaftet worden im Lazarett. Wir hatten einen Schwerverwundeten. Reiser ist durchgedreht, hat einen Arzt bedroht. Soll das eine vernünftige Meldung sein? Herr Hauptmann, wir sind eingeschlossen worden. Das ist die gesamte 6. Armee. Nehmen Sie sich bitte zusammen. Da drinnen geht es um das Schicksal einer ganzen Armee. Und Sie jammern hier um ein paar von Ihren Männern? Ich hoffe, das ist klar. Herr Hauptmann, das können Sie nicht machen. Die Männer haben an Sie geglaubt, haben für Sie gekämpft. Senden wir denn allen nur ein Fädchen auf Ihre verdammten Scheißkarte. Entschuldigung, Herr General. Was gibt's denn? Es geht um den Vorfall im Lazarett. Ich lasse den Leutnant sofort rausschaffen. Heute Nachmittag scheinen da wohl einige von meinen Leuten versucht zu haben, für einen Kameraden mit Waffengewalt bevorzugte Behandlung zu erzwingen. Ist das nicht der Junge von Witzland? Üble Geschichte, die Sie sich da reingeritten haben. Kommen wir vor ein Standgericht, Herr General?
Ungeschoren werden sie allerdings nicht davon kommen. Wirst dich schon dran gewöhnen. Was ist das für eine Schweinerei? Wieso ist die Straße nicht fertig? Ganz schön viel Blech an der Titte. Das ist, Rollo. Frag ihn doch mal, ob du es mal anfassen darfst. Du blöde Sau. Du hast uns doch überhaupt alle hierher gebracht. Auseinander! Spart euch eure Kräfte für die Front. Wir brauchen jeden Mann da vorne. Los, alle auf den Lastwagen! Na weiter! Du auch! Aber ich... Schnauze! Das ist ein Befehl! Damit jeder sieht, dass ich kein Unmensch bin und heute Weihnachten ist. Erhalten alle kampffähigen Männer Brot. Aber nur, wenn ihr ganz hübsch darum bittet. Sagen Sie bitte, Sie ehemaliger Leutnant. Herr Leutnant. Bitte. Lieber Deutsche. Brot! Hier, Dusche! Hier, hier! Brot! Hier, hier! Fröhliche Weihnachten! Runter vom LKW! Los, absitzen! Alle darüber! Wahnsinn! Komm noch nicht mal bis an die Front! Steig aus und das knallt! Schieß doch! Mir ist es egal! Drück ab! Lass das! Piss dich! Der Ivan wird schon dafür sorgen, dass bald vorbei ist. Was soll das? Hermann. Sie sind wohl wahnsinnig, hä? Herr Hauptmann, der Mann wollte sich drücken! Gehen Sie mir sofort aus den Augen! Hans, das ist ein Himmelfahrtskommando. Ich mach da nicht mit. Geh doch nach Hause. Ich hab den Kanal voll, mit mir nicht mehr! Ja, genau, richtig. Ruhe, Männer! Wir haben die Schnauze voll, wir lassen uns nicht mehr beheizen! Erschieß uns doch alle, ist doch wurscht, wer uns abknallt! Ruhe! Herhören, gestern haben die Russen den ganzen Tag versucht, unsere Stellung bei Marinowka einzudrücken. Ritterkreuz. Wir haben es unter schweren Verlusten geschafft, unsere Linie zu halten. Idiot. Ich bin sicher, dass es der Russe wieder versucht, sobald es hell wird. Aber ohne eure Hilfe schaffen wir es nicht, die Stellung zu halten. Warum ist diese Stellung so wichtig? Marinowka ist die beste Basis für einen Ausbruch unserer Armee und für die Vereinigung mit der Panzertruppe von Generaloberst Roth. Die ist jetzt von hier nur noch wenige Kilometer entfernt. Und ihr wisst doch alle, dass wir schleunigst aus diesem verdammten Kessel raus müssen. Ich frage euch, wollt ihr kampflos verhungern, erfrieren? Wollt ihr die Verantwortung tragen für den Untergang von 300.000 Kameraden? Überlegt es euch, Männer. Lohnt es sich zu kämpfen oder nicht? Großartige Entscheidung. Fritz, wir kommen hier raus. Solange Herr Hauptmann uns führen, werden wir kämpfen. Aber wenn Sie fallen, dann wollen wir unsere Handlungsfreiheit zurück. Ja. Gut, ich bin einverstanden. Kameraden, wir geben auch diesen Sträflingen die Chance, sich von Neuem zu bewähren. Ihr seid nach diesem Einsatz wieder voll rehabilitiert, darauf mein Ehrenwort. Witzland, geben Sie mir für Ihre Männer Ihr soldatisches Ehrenwort als deutscher Offizier. Jawohl, Herr Hauptmann. Na gut. Munition fassen,
und in zwei Zügen antreten. Wölk, Sie übernehmen den ersten Zug. Müller den zweiten. Wegtreten. Otto, Augenblick noch. Wir haben noch keine Chance mehr. Warum kapituliert ihr nicht? Du weißt doch genau, was uns dann erwartet. Haben wir was anderes verdient? Ich bin kein Nazi, Otto. Nein. Ihr seid viel schlimmer, ihr Offiziersgesocks. Ihr habt mitgemacht, obwohl ihr gewusst habt, mit wem ihr euch einlasst. Ich hab's dir doch schon damals in Brest-Litowsk gesagt. Hermann. Otto. Also, wenn ich den Angriff überlebe, schreibe ich meiner allen, dass ich ihr verzeihe, ehrlich. Ich habe meiner Frau schreiben lassen, dass ich gefallen bin. Ist das Beste. Glaubt mir. Aber wir kommen doch wieder nach Hause. Irgendwann. Und wenn schon. Ich erzähle euch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Vor genau einem Jahr war ich das letzte Mal zu Hause. Weihnachtsurlaub, weil ich drei Panzer geknackt hatte. Meine Frau und die Kinder, die standen am Bahnhof. War mir fremder als jedes Frontschwein. Sie hat versucht, mich zu verstehen. Je mehr Verständnis sie hatte, umso mehr habe ich sie gehasst. Dann bin ich abgehauen. Hab mich besoffen, was Besseres fiel mir nicht ein. Meine Frau hatte nichts dagegen, dass ich am nächsten Tag zurückgefahren bin. Nur die Kinder. Kam ich gerade wieder rechtzeitig zu einer neuen russischen Großoffensive. War ich wieder zu Hause. Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum. Hey, Kleiner, hier spielt die Musik. Willst du nicht etwa ins Offiziersloch, oder? Wir Maloha müssen zusammenhalten. Ich hab Abitur. Merkt man dir gar nicht an.
hat die Abladungen. Rollo, ich sehe aus wie meine Oma. Rollo, Haftladung. Viel Spaß. Thank you.
gerade noch gefehlt. Du bist so ein Verfluchter. Alles in Ordnung, Herr Hauptmann? Die Russen treffen immer nur meine rechte Seite. Glück gehabt. Meine letzte. Aber die teilen wir uns, Herr Leutnant. Danke, Hauptmann. So, Männer, ab zur Sammelstelle. Da warten wir auf die Armee Hoth. Das Geschütz nehmen wir mit. Und wo sind die Pferde? Die Pferde sind wir. Nochmal. Ja? Ja? Heimatort abgestrichen. Wir bleiben alle hier. Bist du verrückt geworden? Mach, dass ihr rauskommt. Wie oft hast du dir eigentlich vor den Russen in die Hosen geschissen, hä? Jawohl, ich bin feig. Ich hab Angst. Weil mich kotzt der Scheißdreck dermaßen an. Wo ist überhaupt mein Sold? Ich krieg für den ganzen Monat 36 Mark. Und wenn ich ihn nicht sofort hier auf der Stelle sehe, dann... Dann geh ich nach Hause. Zu Fuß. Komm, Dicker. Wir müssen ja die russischen Armeen binden, damit wir unseren Rücken frei haben. Der Kessel ist zum Kochen da, bis das Fleisch gar ist. Los, vorwärts! Im Namen des Führers. Im Namen des Führers. Im Namen des Führers.
Im Namen des Führers. Haller! Befehl wird durchgeführt. Ohne Ausreden, wie besprochen. Klar? Jawohl. Wir sind noch nicht ganz fertig, Herr Leutnant. Folgen Sie mir mit Ihren Männern. Ab! Meine Herren. Weiter! Los, darüber! Weiter! Fritz, das können die doch nicht machen. Das ist auch ein guter Einstand. Da weiß man gleich wieder, wo man hingehört. Alles herhören! Bei diesen Männern und Frauen handelt es sich um russische Saboteure. Sie sind sofort zu erschießen. Vollstrecken! Seit gestern geht das schon mit dem Abknallen. Von wegen russische Saboteure. Es gibt nichts mehr zu fressen. Das ist der Grund. Das mache ich nicht. Lohnt sich nicht, Gigi. Wenn du nicht schießt, stellen sie dich dazu. Kannst eh nichts machen. Die armen Schweine, die haben es wenigstens hinter sich. Ich kann es nicht. Herr Leutnant! Der Junge da drüben, der hat für uns gearbeitet. Für den Ivan auch. Halt's Maul! Bisschen hier los, ist das meine Schweinerei hier! Wir haben's eilig, wir haben noch mehr da hinten. Herr Hauptmann, das könnt ihr nicht machen. Der Junge da, den kenne ich. Für den verbürge ich mich. Ach, Sie schon wieder? Gefällt Ihnen seine niedliche Visage? Haben wir einen kleinen Fratz zu Hause, der ihm ähnlich sieht? Ha? Kindermörder. Halt die Fresse, halt endlich mal die Fresse, Arschloch. Oder willst du dein Strafbataillon? Jeder an seinen Platz. Du bist Offizier, tu was. Die Fresse, ich mach das schon. Ruhe! Treten Sie vor, Obergefreiter. Die Sau bring ich um. Lassen Sie den Mann los! Herr Hauptmann, gestatten, dass ich den Mann vertrete. Nehmen Sie Haltung an, wenn ich mit Ihnen rede. Oder wollen Sie einen Befehl verweigern? Herr Hauptmann, lassen Sie wenigstens das Kind! Er ist immer hier auf dem Viehmarkt! Jetzt ist aber Schluss mit der Rumjuderei. Und wenn Sie nur einmal daneben schießen, können Sie sich gleich dazustellen. Zurück ins Glied, Obergefreiter. Wollen Sie das Kommando übernehmen? Und Sie kommen aus einer Offiziersfamilie. Tut er nichts. Fritz! Feuer!
Wir haben den Jungen nicht abgeknallt, damit du uns hier verrecken lässt. Wenn du schon dazu feige warst, den richtigen Befehl zu geben, dann gib ihn wenigstens jetzt. Hauen wir ab. Irgendwie kommen wir schon zum Flugplatz. Und wenn ich dort bin, krieg ich bestimmt einen Flieger. Und wenn ich mir einen Bauchschuss verpasse. Ist ja gut, Dicker. Ich hau ab, das ist mein Ernst. Weißt du, was du da sagst? Desertieren willst du? Sagen Sie was, Herr Leutnant. Ich fühle mich an meinen Eid nicht mehr gebunden. Nach allem, was hier passiert ist, denke ich, dass jeder das Recht hat zu gehen. Jetzt willst du wieder Scheiße bauen. Das lasse ich nicht zu, diesmal nicht. Damit ist jetzt Schluss. Verstehst du? Mensch, sei doch vernünftig. Du bist einfach zu hohl, Rolli, da. Leg mich doch um. Bist Unteroffizier, ist deine Pflicht? Dicker. Bleib hier. Bist eine arme Sau, Rohleder. Kämpfst du nur für den Endsieg, du Leiche. Wer mitkommt, zu mir. Grüß deinen Sohn von mir, wenn du nach Hause kommst. Dir? Ich weiß, es ist verrückt, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Vor einem Jahr wäre ich sofort mitgegangen. Aber jetzt? Ich werde ihm ein bisschen Gesellschaft leisten. Viel Glück. Ich glaube, du wirst deine Wette gegen den Leutnant verlieren, Rohleder. Scheiße, wo sind wir denn hier? Keine Ahnung. Den Weg fragen. Wo, Pitomnik? Pitomnik, wo? Есть хочется. Хлеба дай. Хлеба. Брот. Pitomnik. Брот. Все время west. Große Balka. Потом 5 верст до аэродрома. Спасибо.
Danke. Na. Komm. Der hat noch einen Wundzettel. Da kann man sogar noch die Unterschrift vom Arzt lesen. Dr. Heider. Das ist ein Freischein. Mit der Unterschrift kommen wir nach Hause. Los! Jeder sucht sich so ein Lebensbillett und legt einen Verband an. Wir sind verletzt! Für dich, Hans! Ruhe, Mann! Sie sind nicht der Einzige hier, der Schmerzen hat. Aha, kennt was schon, Bußspuren. Klarer Fall von Selbstverstümmelung. Na, komm, weg, Mann! Aber wartet ihr, schafft den Verräter hier weg! Nein! Ich schaff das nicht. Die erwischen uns doch. Ich gehe wieder zurück. Das hättest du früher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät. Mach bloß keinen Fehler. Du auch nicht. Mutter! Bin ich wenigstens nicht der einzige Sturmpionier. Wir sollten viel mehr Spezialisten wie uns ausfliegen lassen. Wir werden schließlich noch gebraucht. Ich hab Zeugen, Herr Stabsarzt. Vater unser, du nimmst den Himmel. Gar nicht, wenn dein Name. Ich werde sterben. Was ist denn los, Fieber, mein Junge? Unterschrift kann man ja kaum noch entziffern. Wie heißt denn der Arzt? Kannst du nicht ordentlich Antwort geben? Dr. Heider. Entschuldigung, Herr Stabsarzt. Er hat einen schweren Schock, Panzerabwehrschlacht. Sein besten Freund hat seinen Unterleib weggerissen. Ja, mein Junge. Gegen das Fieber. Du bist ja bald zu Hause. Passen Sie auf den Kleinen auf. Jawohl, Herr Stabsarzt. Okay. Come on.
geraten. Er schießt mich. Willkommen im Massengrab. Hallo. Vorsicht, nicht so fest. Bist du verwundet? Ihr wisst, du hast eine alte Heulsuse. Nur ein Ausschlag. Scheiß Frunkel überall. Ihn hat's schlimmer erwischt. Gab wohl keinen Flieger mehr für euch. Na, Muski, alter Muskete? Schau mal, wer dir das Leben gerettet hat. Da wird er sich aber ärgern. Lass den Hauptmann in Ruhe. Mein Fuß! Diese verfluchten Schmerz! Das würde ich nicht tun. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das lassen. Prima, kurz noch auf ihn drauf. Gib mir eine Kippe, schnell. Gib mir eine Kippe. Ich hab mit meiner rechten Seite einfach kein Glück. Otto. Na, dann wollen wir alle mal zusammen noch ein bisschen sterben. Los, spiel was. Mit den Orden.
Aufstehen! Aufstehen, Mensch! Und nehmen Sie Haltung an. Machen Sie gefälligst Meldung, Herr Leutnant. Wo ist Ihre Einheit? Wir sind doch hier nicht. Bei den Hottentotten. Plünderer werden in der deutschen Wehrmacht standrechtlich erschossen. Oder haben Sie schon vergessen, wie wir das machen? Bleiben Sie stehen! Sie sollen stehen bleiben! Da! Verhaften Sie diesen Mann und bringen Sie mich hier weg. Leutnant! Ich darf Ihnen melden, der Russenjunge ist Kolja. Und dieser Junge hier ist Müller. Müller wie so viele. Noch können Sie alles wieder gut machen. Alles wieder gut machen. Leutnant! Ihr braucht doch was zu fressen. In meinem Lager. Da gibt's alles. Im Weißen Haus. Hinter dem Theaterkeller. Wir fahren hin. Deutsche schießen hier auf Deutsche. Ich bin deutscher Offizier. Ihr könnt mich doch jetzt nicht alleine lassen. Es gibt nur eine Kolik. Fritz!
Dienstgrad. Das machen wir nach Dienstgrad. Hm? Sind der Erste, Herr Leutnant. So, mein GG, sollst auch was haben. Leiche Rollo. Prost. Leiche Otto. Leiche Fritz. Auf unsere große Offensive. Jetzt ist drum. Ey, Dicker, jetzt ist drum. Alle Pixien klebt Blut hin dran. Wollte nur sagen, damit jeder Bescheid weiß. Scheiße. Rechte Seite. Drei können Karten spielen. Und einer fickt die Alte. Dicker. Bin dir wohl nicht schön genug. Ich will heim eine Frau haben, bevor ich hier krepiere. Das bin ich ins verdammte Leben schuldig. Du kannst mir nur einen Gefallen tun. Mich erschießen. Aber dazu hast du nicht den Mut. Auf! Sicher hast du zu Hause eine junge, unschuldige Braut. Liebst du sie sehr? Ja? Oh ja. Mit jedem Meter, der deutsche Soldat zwischen sich und seine Braut liegt, wächst seine Liebe zu ihr. Im Grunde... Oh. Aber du wirst sie nie wiedersehen. Du armer Idiot! Wahrscheinlich hast du mit ihr noch nicht ein einziges Mal geschlafen. Vielleicht solltest du unter diesen Umständen doch mit dem slawischen Fleisch vorlieb nehmen. Gar? Ist genauso weiß und zart wie das deine arischen Jungfrau! Fick mich und erschieß mich! Ich habe keine Lust mehr zu schießen, ich war auf dich. Geh raus! Nein! Du Schwein! Verdammtes Schwein! Deutschen Hure. Eine Kollaboratorin. Unsinn. Sie haben dich gezwungen. Ich hätte mich töten müssen. Das habe ich auch geglaubt. Unterbrech nicht dauernd den Spielfluss, du Dödel. Pik ist rum. An der Pik 10 ist noch Blut hinten dran, wollte ich bloß sagen. Kennst uns wirklich gut. Ich habe euch gründlich kennengelernt.
Meine Mutter war Deutsche. Ich habe eure Sprache früher geliebt. Das werde ich mir nicht verzeihen. Ich habe vielleicht einen scheiß Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich muss pissen und ich konnte nicht, weil ich gepennt habe. Scheiß Traum. Noch besser als pissen, Herr Leutnant, oder? Friss erst mal was Richtiges. Versuch es nachher noch mal. Ich werde dich schon beibringen, nett zu dir zu sein. Von euch fasst sie keiner an. Das ist mein Ernst. Keiner fasst sie an! Alle aufstehen! Ole, da kommst du sofort her! Ach. Jawohl, Herr Hauptmann. Rolo, mach das nicht. Wenn er es nicht macht, wirst du erschossen. Bleib hier. Du wirst unter deinem Hauptmann nichts tun, oder, Rolea? Komm schon her! Jawohl, Herr Hauptmann. Ich will niemanden von euch zur Rechenschaft ziehen. Jeder von euch war mal ein guter Soldat. Bis ihr versucht habt, zu überleben. Ah! Halt's Maul! Stehen bleiben, Reiser! Glaubt ihr denn wirklich, dass ihr als Deserteure mit gutem Gewissen weiterleben könnt? Halt endlich dein Maul! Mach dir doch nichts vor. Du solltest am besten wissen, ihr seid Soldaten und ihr bleibt Soldaten. Eure Heimat ist der Krieg. Du bist doch schon längst tot. Seit 2 Jahren träume ich jede Nacht, dass mich ein Volltreffer erwischt. Das Fleisch schmilzt mir von den Knochen und läuft wie warme Milch zwischen die Steine. Aber weißt du, was dann passiert? Ich setze mich Stück für Stück wieder zusammen. Jede Nacht. Von euch wird mich keiner töten. Keiner. Du warst doch auch Offizier! Hör auf zu lachen! Otto! Wo ist die Hauptkampflinie? Ich will eine anständige Meldung! Das ist ein Befehl! Heil Hitler. Warten Sie aber mal. Ich will raus. Ich helfe Ihnen. Frei atmen. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Geh gleich weiter, Hauptmann. Geh gleich weiter. Geh einschlafen, Hauptmann. Geh gleich weiter. Wo ist die AKL? Was ist hier los? Herr General, Unteroffizier Rohleder. Rehabilitiert EK1. Geben Sie mir Ihre MP. Wir geben sie schon her. Ich bin ein Deserteur. Reden Sie keinen Unsinn, Mann, stehen Sie auf. Wo ist die AKL? Kommen Sie mit. Meine Herren. Die Hauptkampflinie.
Das ist die Hauptkampflinie. Geht gleich weiter. Nicht einschlafen, Herr Hauptmann. Weißt du, Hans, zu Hause, wenn du als Soldat verreckst, sind sie sogar stolz auf dich. Ist doch immerhin was, oder? Sibirien, ohne mich. Mir ist hier schon kalt genug. Ich werde euch herausbringen. Ich gehe mit ihr. Keine 100 Meter weit. Aber was macht das schon? Давайте. Ну, пора уже, можно. Ihr habt es geschafft. Nichts mehr.
eingefroren. Zum Flinnen. Dass sie hier nicht kriegen. Warst du schon mal in der Wüste? Das ist zum Kotzen, ne? Das ist so heiß, du. Dass dir dauernd überall der Saft runterläuft. Du denkst, du schmilzt weg wie ein Stück Butter. Ich sag dir, Wüste ist scheiße. Bis auf die Sterne. Die sind so nah. Weißt du, Hans?